Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Die nächste Playlist steht an und ihr habt es wahrscheinlich schon richtig erkannt. Liberty Walk steht an, eine ja gebrandete Playlist. Ich bin mal sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ich habe auch schon wieder gesehen, im Shop gibt es passend dazu ein Angebotsbundle, was wir nicht brauchen, um die Playlist zu starten, aber ich mir trotzdem einfach gönne. Ja, weil wenn man es schon hat, das Geld, dann gibt man es aus. Nee, natürlich nicht, aber ja, warum nicht? Ja? M4 Competition Coupé, ja, können wir uns nehmen, da sage ich nicht nein. Und RX8 Gold Edition, okay, der sieht ja auf jeden Fall richtig crazy aus. Ja, egal, wird sich gegönnt, wenn es schon im Angebot ist, besser so als irgendwann teuer kaufen. Ja? Ich weiß ja nicht, wie lange diese Sachen im Angebot bleiben und deswegen nehme ich das sehr gerne mit. Dann wähle ich, ja, wir können eigentlich im M4 mal kurz bleiben. Ich glaube, man hat auf dem Cover schon gesehen, dass wir in dieser Story oder in dieser Playlist definitiv auch eine Liberty Walk Version vom M4 fahren werden. Ich bin da mal sehr, sehr gespannt. Wir gehen auf jeden Fall jetzt auf Aktivitäten zu Playlists und da haben wir das Ganze auch schon. Liberty Walk Signature Edition. Betritt die Welt des berühmten Autobauers Wataru Kato und seiner Marke Liberty Walk. Breite Kotflügel, sichtbare Nieten und grenzenlose Freiheit erhältst du, wenn du die drei LP Liberty Walk Säulen erkundest. Wachse mit der Herausforderung, zähme diese Autos und erhalte deine eigene Liberty Walk Kreation. Moderator Tochi von The Pack. Siehst du schon wieder The Pack? Ich hab das gerochen. Schon wieder. Das war absolut richtig, dass wir das gemacht haben mit Made in Japan. Ja. 10 Kapitel sind es, das heißt, da gibt es ordentlich was zu tun. Vielleicht gibt es auch einen Dreiteiler diesmal. Mal gucken, ich lasse mich da jetzt nicht stressen. So oder so setzen wir auf jeden Fall jetzt den Wegpunkt dahin. Bereit für den Start. Jederzeit bereit. Die nächste Playlist beschäftigt sich mit einem anderen Aspekt der Automobilkultur, dem Autotuning. Ja, das darf auf jeden Fall gerne ausgeführt werden. Das wurde ja auch nur angerissen bei Made in Japan. Diese Playlist stützt sich zu 100% auf die Arbeit eines unübertroffenen Autotuning-Pioniers. Es ist Wataru Kato mit seiner Marke Liberty Walk. Eigentlich so gesehen auch ein geiler Name, ne? Liberty Walk. So. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, voll cool. Ich bin mal gespannt, was er da so zu erzählen hat. Also ich glaube, die Playlist könnte richtig cool werden. Ich habe mich auch noch nicht spoilern lassen bei irgendjemand anderem. Und da ist Herr Kato, der Liberty Walk persönlich vorstellt. Das ist cool. Ne, wie gesagt, ich habe mich da noch nicht spoilern lassen bei anderen. Ich habe schon gesehen, dass auch andere Let's Player und Streamer die natürlich schon gemacht haben. Aber ich will das natürlich selber erleben, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Also werde ich reinfahren können, egal, ich nehme den langen Weg. Und dann würde ich mal sagen, dann gucken wir uns auch mal an, was da so auf uns wartet. Liberty Walk Playlist, ようこそ. Kato Wataru desu. Kono Nihon kara kono game de shika tanoshimenai.素晴らしい体験を送ります。30年以上も世界中の車をLibertyOakスタイルでカスタムしてきました。みんなが驚き喜ぶLBカスタムカーで日本の伝統を大切にしながら作っています。 その作品をこのモーターフェストならではの体験を通じてチェックしてみてください。リバティオークの世界を旅して君がトップのその旅を終えることができたなら僕のコレクションからプレゼントするよ。 Geil. Ich feiere das. Ich feiere das. Motorfest doch. Das ist Liberty Walk. Ein Schritt über die Grenzen des Tunings hinaus. Ja, also, und in dem 4 Liberty Walk, den können wir auch gewinnen. Das ist jetzt quasi schon damit klar. Puh, eine Menge Aufgaben. Dann würde ich sagen, spulen wir uns. Und gucken gleich mal, was uns direkt dann erwartet.
Sehr, sehr cool. Ja, die nächste Aufgabe ist auch gar nicht so weit weg, sehe ich gerade. Also, da kommen wir auch dann zügig vielleicht zur nächsten Location. Gehen wir zur nächsten Aktivität über. Dann bis zum nächsten Mal. Boah, habe ich das auch so sehen abgebrochen? Nee. Und hier die erste der drei Liberty Walk Säulen. Liberty Works. Kato-san ist gerade beschäftigt, aber wir haben noch einen anderen Tuning-Experten hier. Eigentlich kennst du ihn bereits. Dotti! Das machen wir nicht, das haben wir eh schon. Finde ich aber trotzdem cool, dass da das so selber vorgestellt wurde. Deswegen fand ich das jetzt voll sympathisch so. Und vor allem, Japaner sind aber cool. Punkt. So, Groundworks, okay, das ist einfach nur ein Rennen, wenn ich es richtig sehe. Also Zeitvorgabe. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Jetzt muss ich gerade noch kurz gucken. Da machen wir mal sicherheitshalber wieder 4 von 5. Bevor ich gleich wieder gefrustet bin. Aber ja, hier habe ich jetzt auch keine, wie soll ich sagen, keine Vorgaben. Ja, beim Driften wollte ich halt driften und am Ende sind wir Rennen gefahren. Das, ich glaube, man konnte es eben verstehen, dass ich da nicht so glücklich mit war. Auch ein geiles, geile Kombi hier. So, ich dachte, da wollte noch jemand vorstellig werden. Okay, dann nicht. Tochi, Verspätung. Gewinnen wir das Rennen schon mal ohne ihn. Hey, ich bin's, Tochi. Made in Japan, der Teufel spricht. Der Typ mit den Evo 10. Das sollte dich nicht überraschen. Mit der das Black ist deine Liberty Walk Playlist. Ich bin Schrauber, das reicht. Ich frage mich ja ernsthaft, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, das können wir aber gleich mein gerne nach dem Rennen mal schauen. Tunings. Es gibt viel zu erzählen. Aber fangen wir hier an. In Japan kennt jeder Tuning-Fan Wataru Kato. Er verpasst Supercars seinen Style. Das ist sein Ding. Erzähle jetzt noch weiter. Ich will jetzt nie irgendwie labern, wenn die was erzählen, was ich selber echt gerne hören würde, weil ich glaube, solche Geschichten finde ich dann wieder spannend. Ne? Bei Malu müssen wir nicht drüber reden, die labert einfach nur Scheiße. Ich sag's ganz vulgär. Und hier finde ich das schon spannend, irgendwie, die Story. Deswegen, ich würde ja schon gerne hören, was da so erzählt wird, aber ja, nein, jetzt wird wieder gerade nichts gesagt. Deswegen, ich will da halt nicht immer ins Wort fallen. Andererseits auch nicht schlimm. Wir lassen aber ein bisschen die Fahrzeug-Action sprechen. Ich muss ja nicht immer 30 Minuten nonstop durcherzählen. Übrigens, da wird es noch genug Folgen zu geben. Und du bist in der Liberty Walk Playlist. Also, möge das Tuning beginnen. Okay, I see. Da kommen die Crew-Fähigkeiten wieder. Einfach das Fahrzeug zu wechseln. Okay, fährt sich auch direkt da. Es sieht aber auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Der M4 Liberty Walk jetzt mal ohne Flachs. Gutes Ducktail ist ein bisschen too much vielleicht, aber sonst sieht schon Evil Knebel aus. Ne, was ich gerade noch sagen wollte, ist, bevor Tochi gesprochen hat. Neuer Stoßfänger vorn, ein Flügel, Schütze bis zum Boden und Nietenkotflügel. Katos Handschrift, unverkennbar. Genug geredet. Zeig mir, was das Ding drauf hat. Was mich interessieren würde, ist, ob wir Liberty Walk jetzt quasi nur feste Autos haben, also Liberty Walk Autos, oder haben wir die Tuning Parts auch tatsächlich in den Autos. Deswegen würde ich gerne nach dem Rennen mal ganz kurz auf dem M4 nur gucken, nicht anfassen, sage ich mal, nicht verbauen, aber einfach mal gucken, ob es die Teile auch wirklich gibt, weil das wäre schon cool, wenn man dann auch so einen eigenen Liberty Walk bauen könnte, oder ob das jetzt wirklich nur auf hier feste, fertige Fahrzeuge beschränkt ist. Wir haben ja noch den Liberty Walk Supra am Start. Können wir mal gleich danach auch nochmal fahren oder vielleicht dann im zweiten Part. Mal schauen.
Hört sich aber ganz cool. Bisschen schneller können da noch sein, aber ich meine, wir ballern hier gerade mit 270 über die Straße. Also langsam ist es nicht. Oh geil, guck mal, der Checkpoint ist ein Heckflügel. Habt ihr es gesehen? Wie cool ist das denn? Als wäre das, dass das ein Hinterrad angetriebener M4 ist, ist ja kein X-Drive M4. Fährt es sich aber tatsächlich so von manchmal denke ich gerade echt so, ist es doch vielleicht X-Drive, aber ist es, glaube ich nicht. Okay, nicht schlecht. Mal sehen, ob du mit dem Rest aber fährt sich manchmal so ein bisschen. Okay, das haben wir geschafft. Easy peasy. Wir haben nicht mal mehr einen Namen. So, gut, das können wir überspringen. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's. So, da können wir gleich nämlich zwei Sachen prüfen. Einmal haben wir wirklich, upsala, Hinterradantrieb, so ist es, HA. Heckantrieb soll das dann heißen wahrscheinlich. Ja, und jetzt will ich einfach mal ganz kurz gucken, ob wir quasi, gut, hier werde ich es nicht erkennen, weil ich gar nicht weiß, wie es Liberty Walk aussieht. Deswegen gehen wir gleich mal zum Kotflügel. Nee, das ist, glaube ich, nicht das Liberty Walk, oder? Also es gibt auf jeden Fall schon mal gute Optionen, aber okay, interessant. Aber vielleicht bin ich einfach nur dumm. Ist auch blöd, dass sie das seit Dings nicht geändert haben. Ne? Jetzt sind quasi die güldenen Sättel weg. So, das muss ich quasi selber... Ne, das ist mehr so M-Performance-Part mäßig. Aber im Liberty Walk wird er gleich erkennen, da werden die Nieten dran. Da sind keine Nieten. Okay. Ja, schade. Vielleicht gibt es aber andere Fahrzeuge, die das haben. Wäre ja auch cool, wenn auch mal ein bisschen was Lizenziertes beim Tuning reinkommt. So unterm Deckmantel ist es ja manchmal auch ein bisschen lizenziert, wie jetzt eben die M-Performance-Parts. Aber okay. Gut, ich würde aber sagen, wir wollen ein bisschen Liberty Walk fahren und nicht nur hier Serienfahrzeuge. Dementsprechend wechseln wir ganz kurz mal auf den Supra, der da auch schon wieder ist. Da kann man wahrscheinlich nichts machen. Ne, genau. Wäre jetzt auch lustig gewesen, wenn man auf den nochmal drauf ein bisschen bauen kann. Ich weiß gar nicht... Der ist, glaube ich, Teil einer... Der getunte BMW. Merkst du den Unterschied? Der war auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, hat man gemerkt. Liberty Works Upgrades und passt perfekt zur Stimmung. Ja, was ich sagen wollte, ist, wie es sind Fallen. Gute Neuigkeiten. Das Auto bleibt hier. Du nimmst es für die nächste Fahrt. Und die wird lang. Oha. Du hast viel Zeit, Bekanntschaft mit deinem Liberty Walk zu schließen. Ne, irgendwas wollte ich jetzt gerade echt sagen. Mir ist es gerade voll entfallen. Nein, da war es noch nicht so wichtig. Oder mir fällt es später einfach wieder ein. Voll verbremst. Da auch im Innenraum was. Achso, genau. Der Liberty Walk Supra, der ist, glaube ich, Teil einer Edition gewesen vom Spiel. Ich weiß gar nicht, ob Gold Edition oder Ultimate oder wie auch immer die alle heißen. Deswegen habe ich den. Oder Vorbesteller, könnte auch sein. Irgend sowas wird es gewesen sein. Egal, ich habe ihn. Deswegen machen wir jetzt keinen weiteren Kopf drum. Vielleicht wisst ihr es besser, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. So, es geht weiter auf jeden Fall. Bin gespannt, ob wir ein paar mehr Liberty Walks fahren. Wahrscheinlich gibt es nur den M4 und den Supra, den wir gerade hatten. Und das war's. Das wäre ein bisschen enttäuschend. Aber wir schauen uns mal an. Er sieht schon böse aus. Also für so ein Tuning-Fahrzeug, für eine Tuning-Playlist, da passt das schon echt gut rein. Scheinbar sind die Server gerade nicht so richtig am Start, weil ich keinen Namen habe, aber passt schon. Oh, sorry. Aber die fahren durch. Diese. Für diese Playlist werden. Das ist wieder ein Rumgedrücke. Thank you.
so nervig, die KI, ey. Und ich verstehe wirklich jeden, der sagt, hey, ich hätte gerne ein bisschen spannendere Rennen im Let's Play, aber das ist nicht spannend, wenn sie dich einfach ignoriert und rumdrückt, wie irre. Erinnert mich an die Autos aus dem Tuning-Magazin. Die Art, die einen als Kind beeindruckt. In den 90ern haben nur Tuner wie Kato europäische und amerikanische Autos so umgebaut. Aggressiv und radikal. Ja, und zum Glück wurde das gemacht, weil ich meine, RBB, Liberty Walk, Rocket Bunny, das ist schon, klar, es ist nicht immer aller Manns und aller Fraus Geschmack, auch nicht bei mir, aber missen würde ich das trotzdem nicht wollen, dass das gibt. Liberty Walk bietet drei Säulen für drei Styles. Das ist der Work-Style, mit Katos originellem Touch. Klassisches japanisches Handwerk mit breiten Kotflügeln an den schönsten ausländischen Autos. Die anderen Säulen sind Nation und Performance, aber das kommt später. Okay, bin ich gespannt. Das kenne ich auch nicht. Also so krass bin ich da ja nicht drin. Lernen wir auch ein bisschen was. Irgendwie gut. Das Aussehen von deinem BMW hat sich verändert. Lass mal sehen. Besserer Turbo, verstärktes Chassis, zupackende Bremsen und breite Reifen. Ja, die Jungs sind gut. Ein bisschen untersteuernd aber an manchen Stellen, aber passt schon. Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Mal ein Tunnel. Let's go. Ich will hier auch mal den Innenraum kurz auschecken. Das sieht ziemlich Serie aus. Wäre sein können, dass da auch was verändert wurde. Sonder maximal blenden hier gerade. Macht Spaß zu fahren. Macht Spaß zu fahren. In den Dschungel. Ich bin gerade überlegen, ob ich doch nochmal den Schwierigkeitsgrad erhöhen soll, weil so ist es doch vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich weiß, es wird wieder richtig frustig werden. Naja, wir gucken gleich mal. Bisschen Challenge dafür sein. Ich bin ja jetzt nicht auf 1 von 5 unterwegs, ich bin ja trotzdem auf 4 von 5 unterwegs. Aber ja. Hast du jetzt eine Vorstellung davon, was Kato drauf hat? Das war noch nicht alles. Ja, ich hoffe doch, dass das jetzt nur der Vorgeschmack war von dem, was da noch kommt. Weil wenn wir jetzt die ganzen 10 Kapitel mit dem M4 rumfahren, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Da gibt's gut Geld. Da holen wir auch wieder ordentlich was rein. Gut gemacht. Neue Herausforderungen. Boah, okay, das ist ein gutes Stück. Und ich glaube, ich habe einen R35 gesehen. Schauen wir mal, wie diese aufgemotzten Works-Autos über die kurvigen Bergpässe kommen. Okay. Ich meine, ich habe ein GTR R35 gesehen. Ein Vorschaubildchen, aber ich öffne das jetzt nicht nochmal. Gucken. Und ich mache den Slalom nicht, wenn der letzte angezeigt wird. Kann man denn nicht einfach abbrechen? Kann man nicht einfach sagen, so abbrechen? Also es ging bei TC2 ging das immer super easy. Kann man einfach beenden drücken, ne? Ja, okay. Diesmal wechselst du das Auto. Wir haben einen getunten Nissan GT-R für dich vorbereitet. Hab ich's richtig gesehen? Ja, das nächste Event wird ganz japanisch.
Ich übergebe an Toji. Er redet nicht viel, aber wenn es ums Tuning geht, erwacht seine Leidenschaft. Ja, redet nicht viel, das finde ich auch okay. Vor allem, wenn er redet, dann erzählt er auch was Wissenswertes. Und das finde ich gut. Vorsicht. Übrigens auch nochmal ein bisschen zeitversetzt natürlich, aber vielen, vielen Dank auch nochmal für die Infos zur Bike-Playlist. Gerade beim Bremsen habe ich da ja ein bisschen was gesagt. Und da wurde ich einerseits natürlich bestätigt, dass die Motorräder schlechter bremsen, andererseits aber auch, wie ich besser bremsen kann. Ich habe es noch nicht getestet, aber das macht absolut Sinn, wie es beschrieben wurde. Denn ich habe ja gesagt, ich lehne mich nach vorne, um weniger Luftwiderstand zu haben, um schneller zu sein mit den Bikes, aber genauso beim Bremsen muss man sich nach hinten lehnen, um einfach mehr Kraft auf die Hinterräder zu bekommen beim Bremsen, weil sonst geht die ganze Kraft logischerweise beim Bremsen auf die Vorderreifen, die in der Regel ziemlich schmal sind, wenig Auflagefläche haben. Und ja, bei der Bremse ist nicht nur entscheidend, wie geil die Bremse ist, sondern natürlich auch der Reifen ist entscheidend, das Grip-Level logischerweise. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall crazy aus. Und ja, ich versuch's jetzt mal. Komm. Bisschen Challenge muss ja sein. Aber ich habe ja gesagt, ich werde immer mal wieder hin und her wechseln. Und genau das passiert jetzt gerade. Gehen wir mal ein paar mehr Gegnerz. Ja, guck mal, da fährt jetzt dann einer einfach unser Auto genommen, wo wir hier abgestellt haben. Einfach mit einem Supra daneben dran. Recht. Der Start sollte, ich würde gerade sagen, ein bisschen besser gehen mit Allrad. M34 am Start, 70Z, MSX. Ja, schon coole Gruppe. Ah, ist schon eine geile Playlist. Einfach, wenn man die ganzen mythischen Kisten hier so sieht. Wow, wie habe ich einfach... Zurück zum letzten Works-Rennen. Ein Nissan GT-R mit irrem Bodykit. Genau deswegen mag ich diese nicht. Weil die einfach dich wegdrücken. Aber das mache ich jetzt halt genauso. Aber ich weiß halt nicht, ob das so geil ist, wenn das so ein reines Crash-Fahren wird. Aber ich sage ja, die fahren halt... Im Multiplayer ist es nicht anders. Aber im Multiplayer erwartet man das ja auch irgendwie schon so, dass da ein bisschen dreckig gefahren wird. Naja, geil. Jetzt nicht entmutigen lassen. Ich war hier... GTR. Da darf maximal der andere GTR noch gegenstänkern. Klingt auch geil. Der VR 38 war richtig rüber. Also der Motor. Kennst du Boso Soku? Ein krasser nee. Typ und eindeutig die Inspiration. In den 70ern standen die japanischen Clans auf Krach und prollten in illegalen Rennen rum. Diese Autos. Wahnsinn. Kato kennt seine Klassiker. Ja, dann lernst du echt noch was kennen. Finde ich cool. Weil mit der Szene haben wir halt gar nichts am Tun. Jetzt geht es bei Boso Soku um übergroße Bodykits. Hauptsache Beinrücken. Okay. Ja, das können sie. Untersteuerndes Ding. Finde ich jetzt. Kommt so vor. Vielleicht verlange ich aber dem Fahrzeug einfach auch zu viel ab in den Kurven. Dann wirkt alles natürlich irgendwann untersteuernd. Wackel geht's eigentlich, ne? Im Schwierigkeitsgrad. Man muss halt einfach mal so ordentlich sich vor die setzen. Dann ist alles cool.
dann die Abkürzung nutzen, wenn sie sinnvoll sind. Aggressives Design. Aber nachdem sie bei Kato waren, sind es krasse Kisten. Komm schon, beende das Rennen. Dabei. Bin dabei. Krasse Turbo hört, ne, bei dem hier. Das macht der normale R35 natürlich nicht. Vorsicht, abbremsen. Durch den Zaun durch. Da steckt viel Arbeit drin. Ja, ja, ja. Ich pass schon auf, dass ich gewinne, vor allem Dingen. Sehr gut. Sind wir fertig. Jetzt kommt Liberty Nation. Ja, da bin ich gespannt. Liberty Nation sagt mir gar nichts. Also gehört habe ich es bestimmt schon mal, aber ich dachte immer, ja, Liberty Walks ist ein Ding. Aber es ist dann, dass es verschiedene Kategorien gibt. Das finde ich jetzt interessant. Und ich würde sagen, das fangen wir auch noch an. Da gibt es mal keinen Cliffhanger. Das heißt, ich muss wieder eine halbe Weltreise machen. Dann vielleicht schon. Was für ein Sieg. Sicher werden viele folgen. Okay, da war jetzt irgendein Chrysler oder so, glaube ich, abgebildet. Okay, ich bin gespannt. Ja, das machen wir noch. Das Kapitel nehmen wir jetzt noch mit. Und zwar für jeden. Das ist Teil der Liberty Walk DNA. So sehr, dass eine der drei Säulen komplett auf diesem Credo fußt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. In dem Thema bin ich absoluter Laie. Ich sag's nochmal. Deswegen finde ich sowas dann immer ganz geil. Liberty Nation wird die Liberty-Philosophie auf jede Art von Auto übertragen, ganz egal aus welchem Land es kommt. Sportwagen, Limousinen oder Alltagsfahrzeuge, japanisch oder importiert, vom großen Mercedes bis zum Mini Cooper. Jedes Auto kann ein einmaliges Supercar werden. Okay. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden, was jetzt dann da der Unterschied zum normalen Liberty Walks ist. Naja, gut, wir werden es gleich vielleicht noch genauer erfahren. Erkunden wir also die zweite Liberty Walk-Säule, Liberty Nation. Du beginnst mit dem Chrysler 300 SRT 8. Boom! Ja. Boom. Bin mal gespannt. Ganz normales Rennen wieder. Und, okay, der sieht auch schon gut gepimpt aus. Nee, ich hab's jetzt nicht so ganz verstanden. Also klar, alle Fahrzeuge können zum Kracher werden, aber ist das bei Liberty Walk nicht auch schon so irgendwie gewesen? Also klar, da ist nicht so vernietet und so. Also geht's halt mehr jetzt um Power irgendwo oder Performance? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es vielleicht noch gleich erfahren. Wir sind jetzt wahrscheinlich auch wieder zwei, drei Kapitel, wo wir das. So, das sieht man normalerweise nicht in Schraubershows, oder? Glaub mir, ich kenne mich aus. Alles Tuning-Meisterwerk. Bei Liberty Walk heißt das Nation. Egal ob Supercar oder Limousine, die Jungs machen alle schick. Quasi, da geht es halt so ein bisschen darum, nicht unbedingt jetzt schon was Sportliches zu nehmen, sondern bei den Fahrzeugen, die hier mitfahren, zum Teil. Die breiten Chassis wurden durch schmalere ersetzt. Aber man sieht immer noch keinen Spalt zwischen Schwellern und Boden. Hoffen wir, dass es keine Bodenwellen gibt. Liberty Nation eher so die nicht klassischen, schon sportlichen Fahrzeuge, so vielleicht. So kann man das vielleicht verstehen. Halt die Augen auf. Ja, mach ich doch, aber das Auto ging nicht um die Ecken. So, aber jetzt gerade gucken, wie schnell das Ding um die Kurven kann. Nämlich nicht so schnell. Der Chrysler SRT 8 ist gemeiner als der 300er.
seinem V8 Hemi ist das mehr. Habt ihr sie nur 5 Gänge? Ja. Das war's. Wir sehen uns im Ziel. Oje, oje. Ey, da geht echt fast nicht um die Ecken. Muss er echt aufpassen. Oh, das war ein bisschen zu viel gewollt. Kommt rum? Oh, der kommt erst nicht rum. Okay, hier lohnt sich fast, glaube ich, wirklich mal abzukürzen übers Gelände. Weil der lenktechnisch ist das auf jeden Fall was ganz anderes als der BMW, der Nissan GT-R oder auch den Supra, den wir jetzt gefahren sind. Das war wirklich verkackt von mir. Schön Nitro in den Grenzer gezündet. Passt. Sehr schön. Liberty Nation Ausgabe 1. Fertig. Weiter geht's. Okay. Bin mal gespannt, was noch dazu erzählt wird. Ey, danach sind wir Liberty Walk Experten. Ich sag's euch. Dann kennen wir das komplett. Die ganze Chose. Alles klar. Dann sind wir aber damit in der heutigen Folge. Und jetzt auf zum nächsten Event. Sind wir in der heutigen Folge damit aber am Ende angekommen und dann würde ich mich natürlich riesig freuen über ein Däumchen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Gerne Feedback in die Kommentare und natürlich auch, wenn du das nächste Mal, wenn es hier weitergeht, mit der Liberty Walk Playlist, wenn du da wieder mit dabei bist. Ich sage tschüss und bis denne. Ciao!